Heute im Hessenschau-Studio Andreas Hieke und Jennifer Siegler. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und das steckt heute drin in der Hessenschau. Corona-Risikogebiet Spanien. Tourismus zieht gemischte Bilanz nach den Ferien. Und Sommerinterview mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Früher hat man sich Souvenirs, kleine Erinnerungen aus dem Urlaub mitgebracht. Jetzt bringen viele das Coronavirus mit. Die Fallzahlen sind bei uns durch die Urlaubsheimkehrer deutlich gestiegen. Und die Bundesregierung hat für die beliebten Urlaubsziele in Spanien eine Reisewarnung ausgesprochen. Seit gestern gilt Spanien als Corona-Risikogebiet. Mallorca gehört dazu, Menorca und Ibiza, nur die Kanarischen Inseln nicht. Was heißt das für Einreisende und alle, die jetzt noch dorthin wollen? Wir haben uns am Frankfurter Flughafen umgesehen. Heute Vormittag am Frankfurter Flughafen. Die Abflughalle gut gefüllt. Zahlreiche Maschinen starten in Richtung Spanien, trotz Reisewarnung. Doch das bringt hier niemanden von seinen Reiseplänen ab. Also ich habe sehr viel drüber nachgedacht. Ich habe halt auch mit denjenigen, mit denen ich fliege, auch gesprochen drüber. Man spricht natürlich auch mit der Familie mal drüber. Wie seht ihr das? Also man holt sich schon Meinungen ein. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das jetzt ein Risikogebiet ist. Aber ich musste meine Familie besuchen. Ich mache mir da wirklich keine Gedanken. Weil was soll da schlimmer sein als hier? Kurz Angst gehabt, ob wir überhaupt fliegen dürfen. Aber im Endeffekt, wir dürfen fliegen, wir dürfen danach uns testen lassen. Also werden wir das machen. Halten wir uns an die Regeln und dann ist alles gut. Reiserechtler Holger Hopperdietzel kann sich seit Beginn der Corona-Pandemie nicht über zu wenig Arbeit beklagen. Liegt erstmal eine Reisewarnung vor, so kann der Urlaub problemlos abgesagt werden. Für die Reisenden hat das die Konsequenz, dass sie, wenn sie die Reise tatsächlich nicht antreten möchten, sie gegenüber dem Reiseveranstalter den Rücktritt erklären können. Und der Reiseveranstalter darf dann aber auch im Gegenzug keine Stornokosten erheben. Risikogebiet Balearen. Die meisten Urlauber dürften sich das Ende der Ferien wohl angenehmer vorgestellt haben. Corona-Test, Quarantäne und das waren so die ersten Gedanken, genau, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben. Ich habe schon drauf gewartet eigentlich, ne? Es wurde schon vorgewarnt und ja, da müssen wir jetzt einfach durch. Wir gehen jetzt zum Corona-Test, lassen uns testen, dann nach Hause und am Montag muss ich halt erstmal in der Arbeit anrufen und alles abklären. Wie wird es jetzt weitergehen? Wie lange dauert der Test? Wir sind jetzt gerade auf dem Weg dahin und es wird erstmal geschaut, es ist ja ein Schnelltest, ob das jetzt sofort dann mitgeteilt wird oder nicht oder wie lange die Schlange ist. Die ist am Mittag ziemlich lang. Obwohl man den Pflichttest nicht direkt nach der Einreise machen lassen muss, wollen sich heute viele Spanien-Rückkehrer direkt in den Corona-Testzentren am Flughafen testen lassen. Das ist doch sehr stressig und ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt. Man steht ja hier auch ziemlich eng. Wenn ich gestern geflogen wäre, wäre gar nichts passiert. Und wenn ich heute fliege, also ich finde es ein bisschen schwachsinnig. Und dann ist es ganz schlecht organisiert. Ja, wir werden jetzt hier den Test machen und dann nach Hause fahren und dann müssen wir halt aufs Testergebnis warten. Wir hoffen, dass das halt dann spätestens Montag eintrudelt, sonst haben wir ein echtes Problem. Das könnten auch diejenigen bekommen, die trotz Reisewarnung wegfliegen. Denn Rückholaktionen durch den Bund wie zu Beginn der Corona-Pandemie sind diesmal nicht geplant. Morgen gehen die Ferien zu Ende. Deswegen gucken wir heute schon mal, wie ist es gelaufen im Tourismus. Der ist ja ein wichtiger Wirtschaftsfaktor bei uns, nicht nur in den Urlaubsregionen wie Willingen oder hier am Edersee, im Rheingau oder der Rhön. Auch in Frankfurt gibt es viele Hotelbetten. Als die Saison bei uns losging, da kam der zweimonatige Lockdown. Danach sind viele zu Hause geblieben, haben hier Urlaub gemacht. Aber hat das Geschäft ausgeglichen, das weggefallen ist und weiter wegfällt, weil viele Touristen aus dem Ausland nicht kommen? 24 Grad hat das Wasser im Edersee. Genau richtig für eine Abkühlung. Wegen Corona sparen sich viele Menschen den Urlaub weit weg. Bei diesen Temperaturen ist der Unterschied zwischen Nordsee und Nordatlantik auch gar nicht mehr so groß. Wir hatten eigentlich mal vor nach Teneriffa, ne? Menorca. Ursprünglich wären wir bei den Festspielen in Bregenz gewesen, aber die sind ja leider abgesagt worden. Und üblicherweise verbinden wir das dann auch mit 2 Tage Fahrradfahren. Und da wir den Termin im Kalender stehen hatten, haben wir uns gemeinsam entschieden, dann fahren wir an den Edersee. Und wir finden es super hier, es ist wirklich schön. Ich wusste gar nicht, dass Deutschland solche tollen Ecken hat. Man muss nicht unbedingt immer zur Nordsee fahren. Es ist nur 2 Stunden von zu Hause entfernt. Wir wollten wegen der Pandemie nicht so weit weg Urlaub machen. Lieber so nah wie möglich an zu Hause. Mehr Urlaub in der Heimat, reicht das, um den fehlenden Umsatz nach dem Lockdown wieder wettzumachen?
Schon in dritter Generation betreibt Susanne Danz das Seeschlösschen in Waldeck. Ihr Hotel hatte sie Mitte März gerade einen Tag geöffnet. Dann aber kam schon wieder die Schließung, 2 Monate lang. Wir wissen, dass wir im Vorfeld eine sehr, sehr gute Auslastung gehabt hätten über Ostern und im Frühjahr eben. Jetzt in den Sommerferien sah es ähnlich aus. Natürlich ist noch etwas da hinzugekommen, keine Frage. Aber im Ausgleichen, nein, auf keinen Fall. Wo Urlaub machen, wenn nicht am Ballermann oder der Côte d'Azur? Die Deutschen haben plötzlich das Camping wiederentdeckt, meint Odette Bettermann. Nach den ersten Lockerungen erlebte sie eine Riesennachfrage. Da konnte ich mich vor Anrufen nicht mehr retten. Ich war, glaube ich, eine Woche lang nur am Telefonieren, habe es nicht mehr geschafft, meine E-Mail zu bearbeiten. Komme ich bis heute noch nicht hinterher, weil das dermaßen viele Anfragen sind. Vor 7 Jahren hat sie den heruntergewirtschafteten Platz bei Naumburg übernommen und wieder hergerichtet. Trotz der Pandemie ist sie im Moment einigermaßen zufrieden. Corona kann auch ein Gäste-Plus bedeuten. Wir haben dieses Jahr in Italien Urlaub sausen lassen und haben uns halt hier für Hessen entschieden. Warum? Man muss es nicht herausfordern. Trotzdem, auch Odette Bettermann musste 8 Wochen zumachen. Rund 1000 Übernachtungen fehlen ihr deswegen bislang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Keine Chance, das aufzuholen, sagt sie, denn die anfängliche Nachfrage verpuffte vor den Sommerferien. Es war ja wieder alles möglich. Die Leute konnten ja. Viele sind trotzdem hier geblieben, aber es sind, wie gesagt, ich habe es gemerkt bei den Stornierungen, dass auf einmal wollten sie dann wieder nicht mehr. Die haben zwar nicht gesagt, dass sie nach Spanien oder nach Kroatien fahren, aber die hatten dann irgendwelche Gründe, weshalb sie nicht kommen wollten. Am Ende fehlt was im Portemonnaie. Auch bei Susanne Danz. Ihr Hotel ist Familienbesitz. Weil sie keine Pacht zahlen muss, treffe es sie nicht ganz so hart, sagt sie. Wir machen an 2020 einen Haken dran und schauen nach 2021, was da auf uns zukommt. Und hoffen, dass wir den Betrieb so weiterlaufen lassen können, wie wir das im Moment tun. Ohne weitere zusätzlichen Einschränkungen oder dass wir noch mal so einen Lockdown bekommen, wie wir ihn gehabt haben. 10.000 Euro Corona-Soforthilfe hat Susanne Danz bewilligt bekommen. Ihre 20 Zimmer sind im Moment ausgebucht, aber die Ferien gehen zu Ende und der Kassensturz folgt noch. Hier am Edersee freut man sich über jeden einzelnen Gast, den es hierher zieht. Und in diesem Jahr ganz besonders. Und wir wollen jetzt noch mal hören, wie es hessenweit aussieht. Julius Wagner ist bei uns von der DEHOGA, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Er ist gelernter Jurist und der Hauptgeschäftsführer. Wie sieht Ihre hessenweite Bilanz aus, Herr Wagner, jetzt nachdem die Sommerferien vorbei sind? Recht gemischt. Sie haben ja eben im Beitrag durchaus positive Beispiele gezeigt von Hessens stärkeren Destinationen. Auch die liegen unter Vorjahr aufgrund der allgemeinen Vorsicht. Aber immerhin machen sie Geschäft, was sehr erfreulich ist. In den großen Städten, gerade in Frankfurt, in den großen Messe- und Kongresszentren, sieht es ganz anders in der Hotellerie jedenfalls aus. Also es gibt große regionale Unterschiede, kann man sagen. Regional und vor allen Dingen nach Betriebsart, nach Typen, je nachdem, welches Kundenpotenzial ich prinzipiell das Unternehmen anspreche. Also die großen Hotels sind eher die, die jetzt die meisten Probleme haben, weil eben die ausländischen Touristen nicht kommen. Ja, die großen Hotels, vor allem die Hotels, die speziell auf Geschäftskunden und auf Großveranstaltungen angewiesen sind. Es gibt auch große Hotels, auch in der nordhessischen Region, die Touristen, Privatreisende natürlich willkommen heißen. Da ist es nicht ganz so schwierig, aber auch etwas schwieriger geworden als letztes Jahr. Gerade Frankfurt haben wir viel Messegeschäft, auch Veranstaltungen, Kongresse, die jetzt wegfallen. Ja, das ist genau der Punkt. Und die große Unsicherheit, wann das wieder geht, schafft natürlich auch entsprechend große Unsicherheiten für die Zukunftsperspektiven und auch die wirtschaftliche Fortführung der Betriebe in der Größe, in dem Stil, wie sie das gewohnt sind und wie sie eben einfach dastehen. Was heißt das für die Zukunft? Es gab Soforthilfen, es sollte jetzt weitere Hilfen geben. Sind Unternehmen jetzt von der Insolvenz bedroht? Ja, durchaus. Und zwar in nicht kleiner Anzahl, gerade genau in diesen Ballungsgebieten, gerade in diesen Geschäftssegmenten. Es ist jetzt noch zu früh. Wir haben zwar Schätzungen, wir gehen davon aus, dass möglicherweise 1500 Betriebe in ganz Hessen betroffen sind. Es ist ja so, dass die Insolvenzantragspflicht zurzeit noch nicht noch ausgesetzt ist. Und das wird vielleicht noch länger gehen bis März. Das heißt, da liegt ein Nebelschleier über der eigentlichen Wahrheit. Aber wir wissen aus Umfragen, aus direktem Feedback aus den Häusern, dass das so auf diese Weise nicht mehr lange aufrechtzuerhalten sein dürfte. Können Sie schon eine Prognose anstellen, was das für die Arbeitsplätze bedeuten wird? Für einige Arbeitsplätze, das muss man sicherlich so sehen, würde das wahrscheinlich das ausbedeuten. Wir haben gerade in vielen Häusern, die noch nicht mal geöffnet sind zurzeit, in Städten wie Frankfurt, haben wir Kurzarbeitergeld, was glücklicherweise zum Erhalt des Betriebes, aber auch der Arbeitsplätze beiträgt. Sobald das wegfällt und sobald die Betriebe tatsächlich in die Insolvenzfalle laufen müssen, sieht das ganz düster aus.
Wobei ja auch die Kurzarbeit schon wahrscheinlich ein Problem ist, weil ja im Hotel- und Gaststättengewerbe nicht so gut verdient wird. Ne? Das ist richtig. Wir haben auf vielen Betrieben beobachtet die Zuzahlen. Aber es ist natürlich auch bei geringen Margen, bei auch unseren Tarifverträgen, die etwas ausbaufähiger sein sollten, das ist gar keine Frage. Es ist nicht viel, was vielen in der Tasche am Ende bleibt, um diese Zeit zu überstehen. Dann können wir nur die Daumen drücken, dass das Geschäft wieder möglichst gut anläuft. Vielen Dank, Julius Wagner vom Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbe. Danke Ihnen. Die Lufthansa hat mit einer ersten Mitarbeitergruppe ein konkretes Sparpaket geschnürt. Das hat jetzt Jennifer in den Nachrichten. Genau. Und zwar mit der Kabinengewerkschaft UFO. Deren Mitarbeiter haben in einer Urabstimmung für den Krisentarifvertrag gestimmt. Für die Flugbegleiter gibt es jetzt unter anderem Nullrunden und zusätzliche Teilzeit, aber dafür einen Beschäftigungsschutz bis 2024. In Frankfurt erreicht der Aufruf der Bewegung Querdenken über 500 Menschen. Die demonstrierten am Nachmittag in der Innenstadt. Protestiert wurde auch gegen die Corona-Regeln, da sie eine Einschränkung der persönlichen Freiheit seien. Viele der Teilnehmer waren anfangs ohne Masken. Nach Aufforderungen der Polizei trugen sie dann welche. Die Bewegung will sich für Freiheit und das Grundgesetz einsetzen. Langfristig seien Neuwahlen das politische Ziel von Querdenken. Und gleichzeitig steigen die Corona-Zahlen in Hessen weiter an. Laut Robert-Koch-Institut sind seit gestern 203 nachgewiesene Ansteckungen dazugekommen. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 13.390 bestätigte Corona-Infektionen. Als aktiv infiziert gelten gerade 1.690 Menschen. Und wir gucken zum Fußball, und zwar zum Hessen-Pokal. Da hat der TSV Steinbach-Haiger mit 2:1 beim FC Gießen gewonnen. Damit steht der TSV Steinbach-Haiger zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte im Finale und darf damit auch vom Einzug in den DFB-Pokal träumen. Die Partie fand unter besonderen Hygienebedingungen statt. Insgesamt waren 1.000 Zuschauer zugelassen. Steinbach-Haiger gewann verdient und spielt am Samstag im Endspiel gegen den FSV Frankfurt. Der Weltrekord ist geschafft. Nach 6,5 Wochen Höchstleistung hat Dirk Leonhardt den längsten Triathlon der Welt geschafft. Der 38-jährige Extremsportler aus Bruchköbel hat heute Mittag die 1.320 Kilometer lange Laufstrecke beendet. Vorher ist Dirk Leonhardt schon 200 Kilometer geschwommen und 5.400 Kilometer Rad gefahren. Im Ziel gab es nicht nur den Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde, sondern auch ein Küsschen für Ehefrau Ilsa. Das war's von den Nachrichten, also zurück zu Andreas. Völlig irre. Ja, absolut. In unserer Reihe Sommerinterviews mit hessischen Spitzenpolitikern haben wir heute Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Seine Partei, die Grünen, reagieren ja ziemlich geräuschlos an der Seite der CDU. Das schwarz-grüne Bündnis in Hessen könnte sogar Vorbild für die kommende Bundestagswahl sein. Aber der Mann aus Offenbach hat immer klargemacht, dass es ihn nicht nach Berlin zieht. Insofern geht es in unserem Sommerinterview auch ausschließlich um hessische Themen. Verkehrsminister Tarek Al-Wazir hat sich für das Sommerinterview mit Landtagskorrespondent Michael Immel eine Baustelle der Deutschen Bahn ausgesucht, am Homburger Damm, ganz in der Nähe vom Frankfurter Hauptbahnhof. Ja, weil man jetzt sehen kann, dass wirklich gebaut wird, wenn es um Schiene geht im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben ja große Kapazitätsengpässe. Wir wollen mehr Menschen in die Züge bringen. Dazu müssen mehr Züge fahren. In Corona-Zeiten gehört dazu aber auch, dass Menschen ihre Masken in Bussen und Bahnen wirklich tragen. Deshalb will Al-Wazir den Druck auf die Maskenverweigerer deutlich verschärfen. Nächste Woche wird er mit Vertretern von Verkehrsverbünden, Deutscher Bahn sowie Polizei und Ordnungsämtern absprechen, wie Kontrollen besser umgesetzt werden können. Weil es ist wichtig, dass wir diese Regeln durchsetzen. Nur wenn die Menschen sich sicher fühlen im öffentlichen Personennahverkehr, wenn sie Busse und Bahnen auch wieder benutzen. So könnten in Zukunft Polizisten oder Mitarbeiter der Ordnungsämter die Fahrkartenkontrolleure begleiten, damit Bußgelder sofort kassiert werden können. Der stellvertretende Ministerpräsident äußerte sich auch zur NSU-Drohmail-Affäre. Die Mails mit Morddrohungen und die Abfrage der persönlichen Daten von Polizeicomputern sei eine Katastrophe für die Opfer. Es ist ein furchtbarer Verdacht, wenn Teile derer, die dafür da sind, Opfer zu schützen, in Verdacht geraten, Tätern zu helfen. Und genau an dieser Stelle wird jetzt durchgegriffen. Also in der Opposition damals, da hatte ich den Eindruck,
Da haben Sie die CDU ja schärfer abgekocht. Wird jetzt alles dem Koalitionsfrieden untergeordnet? Nein, das ist ja keine Koalitionsfrage. Das ist eine Sache, wo wir alle gemeinsam ein Interesse daran haben müssen, dass die Sicherheitsbehörden über jeden Verdacht erhaben sind. Die überwiegende Mehrheit der Polizeibeamten machten einen guten Job. Auch sie hätten ein Interesse daran, dass der Verdacht von rechtsextremen Netzwerken aufgeklärt werde. Al-Wazir übte aber auch Kritik an der Polizei. An bestimmten Punkten gab es auch unentschuldbare Fehler. Und einer dieser Fehler ist, dass offensichtlich bei vielen Polizeibeamten kein Unrechtsbewusstsein entsteht, wenn man einfach mal eben abfragt. Und das ist auch geändert worden. Für jede Abfrage aus dem Einwohnermelderegister oder sonst woher braucht es einen dienstlichen Grund. Ändern will Al-Wazir auch den Nahverkehr. Nicht nur im südhessischen Ballungsraum, auch im ländlichen Raum soll der öffentliche Regionalverkehr ausgebaut werden. Wie sieht denn die Verkehrswende auf dem Land eigentlich aus? Auf dem Land wird es natürlich nicht so sein, dass wir hier im 5-Minuten-Takt eine U-Bahn fahren lassen können. Der Bürgerbus wird es ja auch nicht rausreißen. So ist das. Der Nordhessische Verkehrsverbund wird jetzt den Stundentakt im Laufe der nächsten 2 Jahre einführen. Das bedeutet, dass dann am Ende die Regionalverkehre verlässlich jede Stunde fahren. Infrastrukturprojekte brauchten halt Jahrzehnte, bis sie realisiert seien. Das gesamte hr-Sommerinterview finden Sie jederzeit abrufbar auf hessenschau.de. Ja, unser Tonkollege, der hat da richtig Spaß gehabt. Hier sehen wir unser dolles Dorfteam am Freitag bei der ersten Regiebesprechung. Vor schweren und vor allem richtig lauten Maschinen, da war es also auch laut. Tja, und ordentlich was los im nordhessischen Ahrenborn, so heißt es. Ganz oben an der Spitze Hessens liegt das. Und dort spielt ein Deckel eine besonders wichtige Rolle. Ganz genau, ein Gullideckel nämlich. Was es damit auf sich hat, das erklären wir aber später. Denn jetzt startet im nordhessischen Ahrenborn ein ganz besonderes Rennen. Los! Teilnehmer, die Männer aus dem Dorf. Ziel, Pflügen in Rekordzeit. Mit maximal 14 PS geht es über den Acker. Nicht ohne Verluste. Okay, die meisten sind auch keine Profis. Das Ganze ist nämlich nur für uns. Aber immerhin kommen so wenigstens mal einige von Andreas Tölles Einachsern zum Einsatz. Holder, Fahr, Bungertz und Agria sind seine Marken. 34 hat der gelernte Schlosser insgesamt. Ich habe zwar die meisten Geräte, aber kein Land. Warum? Wie kommt man dann auf so Geräte? Durch eine kleine, wo ich mit angefangen habe, wo ich der Schwiegermutter den Garten mitgefräst habe und dann Spaß dran gefunden habe. Und dann wurde es noch eine. Und dann denke ich, die Großen sind ja auch interessant. Und dann wurden sie immer größer und ja, mit der Zeit wurden sie immer mehr. Andreas ist also fürs Umgraben zuständig. Bei Anja und Jürgen Herbold geht's ums Verschönern. Dieses Fahrrad wird in Zukunft aber nicht durchs Dorf fahren, sondern dasselbe schmücken, nämlich als Teil des Zaunes. Anja ist immer sehr kreativ und von daher haben wir uns mal für was anderes entschieden. Wieso nicht? Hat kein Mensch, haben wir noch nie gesehen. 23 Fahrräder, ersteigert, geschenkt bekommen und auf Flohmärkten zusammengesammelt. 1,5 Jahre hat das Ganze gedauert. Und wenn doch mal eine Reisegruppe kommen sollte, abschrauben und fahren geht natürlich auch. Vielleicht kommen die dann aus dem benachbarten Niedersachsen. 800 Meter hinter ihrem Grundstück ist nämlich schon die Landesgrenze. Ahrenborn gehört damit zur nördlichsten Spitze Hessens. Sie sollten sogar mal ins Nachbarland eingebürgert werden. Weil wir ja 5 Dörfer jenseits der Weser sind, das hätte dann ja von der Grenze her besser gepasst, vom Grenzverlauf her. Aber das war schnell vom Tisch, wir haben uns da sehr gegen gesträubt. Wir sind 100% Hessen, ja. 110 vielleicht sogar. Die 320 Ahrenborner sind Hessen mit Herz und Seele. Zurück am Gulli, die Schlange wird immer länger. Kommt drauf an, wir haben natürlich Stoßzeiten, zu denen ist hier ein bisschen mehr los. Ein paar hundert Meter weiter ist von dem Trubel keine Spur. Im Garten von Nikola Watschong gibt es jede Menge Blumen, Kräuter und Gemüse zu entdecken. Aber nicht so ein Standardkram, sondern alte, seltene und selbstgezüchtete Sorten, wie diese Ölzucchini. Oder auch Ahrenborner Walze genannt. Das Besondere, die schalenlosen Samen schmecken nussig und Öl lässt sich daraus auch noch gewinnen. Ihr verstorbener Mann hatte schon vor 30 Jahren die Vision vom biologischen Saatgut. Lange bevor die Welt über Sortensterben und Artensterben gesprochen hat, hat er schon festgestellt, dass alte Kultursorten von Gemüse praktisch gar nicht mehr vorkommen auf dem normalen Lebensmittelmarkt.
Und das hat ihn dann bewogen, im Garten schon alte Sorten anzubauen. Und er selber hat sich dann aber eben mehr so in Richtung Züchtung, Neuzüchtung verlegt, wo er die besten Eigenschaften aus alten Sorten zusammengeführt hat. Die werden über ihren Verein in ganz Deutschland verkauft. Diese Kunst ist nicht verkäuflich. Die Wanderstöcke von Jürgen Müller sind alles Unikate. Vor allem im Winter ist der ehemalige Koch oft stundenlang im Wald unterwegs, auf der Suche nach geschwungenen Ästen. Weil ich sie schön finde. Jeder ist anders. Ich finde sie so toll. Ich verschenke die meisten auch zu Geburtstagen. Da freue ich mich. Heute bekommt Jürgen Unterstützung der Ü60-Truppe. Sonst kümmern sich die Senioren um Reparaturen aller Art. Schleifen ist da die leichteste Übung. Kontrastprogramm bei den Ahrenborner Damen. Oberhalb des Dorfes läuft die Probe der Golden Girls zu Tarzan und Jane. Dritter Akt, die Schlüsselszene. Tarzan und Jane lernen sich kennen. Warum machen die sowas? Damit wir uns treffen können. Also wir sind zwar ein kleines Dorf, aber was passiert, dass wir uns wochenlang, monatelang nicht sehen. Dann haben wir beschlossen, wir müssen irgendwas machen, damit wir uns treffen müssen. Dieses Hobby beschert ihnen sogar bis zu 6 Auftritte im Jahr. Und am Gulli noch kein Ende in Sicht. Den Nordhessen bleibt aber nichts anderes übrig. Weil das der einzige Ort ist im Dorf, wo wir Empfang haben. Ab und zu muss man ja mal ein Ferngespräch führen, sage ich mal. Anders ist es nicht möglich. Wie ist denn das für euch, dass ihr hier diesen einen Platz nur habt? Gerade für euch junge Leute. Es ist müßig, aber es ist okay, man gewöhnt sich halt dran. Ne? Außerdem sieht man so auch mal die Leute im Dorf und kann mal kurz einen Schnack halten. Das ist schon okay, das passt schon. Die Ahrenborner sehen es halt immer positiv. Und deswegen sind sie ein volles Dorf! Ahrenborn! Ganz oben. Als Jungs noch Buben genannt wurden, da war Kochen ganz klar Frauensache. Wobei, so ganz stimmt das auch nicht. Denn in der Gastronomie, da haben ja schon immer auch Männer gekocht. Aber im Familienalltag wohl eher nicht. Insofern war die Kochschule für Buben ungewöhnlich und unseren Kollegen 1958 einen Bericht wert. 6. Teil unserer Reihe, Hashtag Retro. Getreu der Devise, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, haben verschiedene Lehranstalten den Kochunterricht für Jungen aufgenommen. Könnte ich auch gebrauchen, ne? Aber das ist bestimmt so ein auf Gleichberechtigung zielender Clip, garantiert. Es war ja damals noch nicht wirklich gang und gäbe, dass Jungs am Herd stehen. Ich finde, sowas ist also heutzutage auf jeden Fall normal. Mädchen durchgestrichen. Koch und so schreibt meine Oma, glaube ich. Buben. Süß. Sondern für das Leben lernen wir. Das haben verschiedene Lehranstalten. Jungs auch kochen dürfen. Ja, falls die Frau dann nicht mehr da ist, dann dürfen die Männer auch kochen. Als erste sieht toll aus. Ihre Schule brutzelt nun auch das Zehn-Gymnasium in Frankfurt-Eschersheim mit. Aber von der Mode her geht es eigentlich noch. Also, ohne Rezept kein Essen. Die Hemden könnte man heute wieder anziehen. Nur die Schürzen würde ich weglassen. Dafür, dass es freiwillig ist, sind da echt viele Jungs. Das finde ich cool. Hier sehen wir die männlichen Küchenfeen der Obertertia im kulinarischen Großeinsatz. Früher eigentlich ja Frauensache kochen und jetzt müssen die lieben Buben dran. Wer so eine männliche Hausfrau werden will, der rührt bei Zeiten. Männliche Hausfrau. Oh, männliche Hausfrau, das sagt heute hoffentlich niemand mehr. Ich koche gerne. Ja, also auch meine Kumpels kochen mal gerne für sich selber irgendwas Leckeres. Nun noch ein bisschen Gas gegeben und schon läuft die Schose. Gott. Über. Macht er nur bis hier die Schürze und rührt dann irgendwie, was auch immer er da anrührt. Sieht eher aus wie ein Chemiebaukasten eigentlich. Diese moderne Lehrküche hat sich die Ludwig-Richter-Schule eingerichtet. Die anderen Schulen sind nur Gast. Das ist schön, diese Küche, so alt, diese Marmorfliesen, die irgendwie diese Reinlichkeit symbolisieren sollen irgendwie. Der Unterricht ist freiwillig. Alle 2 Wochen ist die gleiche. Schön, wie die alle so konzentriert dabei sind. Ich hätte gerne einen Kochkurs an unserer Schule. Haben wir leider nicht. Eine Kostprobe kann nie schaden.
in allen Zweifelsfällen mehr Salz. Das würde ich so nicht unterschreiben. Wenn es nicht stimmt, mehr Salz. Ja, das so soll es aussehen. Wenn diese Creme nicht schmeckte. Also wenn sowas berichtet wird in der Hessenschau, dann muss das ja echt revolutionär gewesen sein damals. Eine Frau. Die erinnert mich voll an meine Oma. Die sieht genauso aus wie meine Oma. Sie die pädagogische Hilfestellung, sozusagen die Topfguckerin vom Amt. Die alte was kochen die da? Ich weiß nicht, was sie gekocht haben. Also die Schürzenpenäler sind herdweiß. Mal gucken, wie es aussieht, wenn es gedeckt ist. Na, ich frage mich, wie es im Endeffekt dann schmecken wird. Essen fertig. Es kann gedeckt werden. Schön, dass immerhin sowas angeboten wurde dann in der Schule, aber irgendwie auch wieder so widersprüchlich, dass es dann nur für Jungs war, ne? Aber man merkt schon, dass da damals noch irgendwie die Schule noch so strenger war, also auch jetzt, wie sie da immer so ganz vornehm schon am Tisch sitzen. Sind eingeladen, das Gebrutzel ausgiebig zu kosten und zu begutachten. Warum so kritisch? Der Kommentator ist klasse, richtig enthusiastisch. Na bitte. Sie lacht nur. Sie kann auch lachen, weil es so scheiße schmeckt. Jetzt geben Sie einem. Am Kochen und am Backen ist das Beste, den Teig ausschlecken. Auskratzen. So geht's einem immer. 2 Stunden lang gekocht und geschafft und in 10 Minuten. Spülmaschine gibt's noch nicht, ne? Nee. Und nach der Arbeit auch noch das Spülen. Nee, Handspülen. Das macht man eigentlich nicht. Also, ich kenne es nicht. Alles in die Spülmaschine. Es ist auch für mich sehr mitleidserweckend. Ich weigere mich ja auch schon meistens, die Spülmaschine auszuräumen. Okay, abwaschen tue ich auch nicht gerne. Egal. Also da hat man viel zu lachen bei dem Beitrag, aber ich glaube nicht, dass die damals das so lustig fanden, so wie heute. Ich finde es irgendwie süß. Ja, für uns ist es selbstverständlicher. Ich finde es toll, wie es heute ist. Tschüss, schönen Abend. Bis morgen.